Kopfweg! Kopfweg! Bodenlage, einmal hinlegen, ganz locker nach vorne und wieder aufstehen. Unten hoch. Einmal abstreifen und weg. Wollen wir richtig abschalten? Mit zwei Finger ganz soft hier und die Hände wegnehmen. Bitte geht auf diese Seite. Ja? So ist der Körper einfach programmiert. Er wirkt jetzt hier und ich helfe ihm noch. Ich hänge hier so richtig rein und greife diese Seite. Deine Seite bleibt hier hängen. Ja? Er hat jetzt zwei Vergleiche, zwei Arme, die gleichmäßig wirken. Ich helfe ihm noch ein klein wenig und greife diese Seite. Ja? Er bleibt dann einfach zurück. Ja? Dann kann ich weiterarbeiten. Aber nur so von der Idee, richtig fest reinhängen und eine Seite nur auf diesen Punkt bloß drauf touchen. Okay? Wieder sein Kopf arbeitet einmal hier und einmal hier. Die erste Idee und ich kann mit diesem Arm anfangen zu arbeiten. Ja. Also hier leicht streichen, er muss das Gefühl innen haben, hier löst er und ich gebe hier auf diesen Punkt in die Achsel ein Gefühl zum Strecken. Ja. Hier ist ein bisschen härter, hier ist weich, es sind unterschiedliche Impulse, die jemand bekommt. Diverse Impulse und dann wird der Arm. Hätte hier dann den Impuls und hier. Hier wird der Impuls fest und hier wird er weich. Das kann er mit seinem Kopf nicht nachvollziehen. Ja? Zumindest wenn er es das erste Mal sieht. Ja. Das heißt, ich gebe hier einen Impuls rein für seine rechte Gehirnhälfte. Und hier gebe ich einen Impuls, der ist weich. Ja? Also immer mehr Prinzip. Ja? So, Energiefluss ist jetzt im Schubprinzip geflossen. Ich kann hier so ein bisschen ziehen. Jetzt steht er auch auf der Fußballen vorne. Und hier durch die Hände gabeln. Und nehmen den Arm einfach rüber. Jetzt hat er ein Problem, er muss jetzt erstmal sein Gleichgewicht stabilisieren. Ja. Soweit okay? Mit dem fangen wir an zu arbeiten. Jetzt haben wir mal die Grundlage. Das hier, drehen. Immer schön mit der Gabel, nie zugreifen. Wenn ich zugreife, in dem Moment, wo ich greife, wird der andere fest und hart in die Früh einpacken. Immer offen sein, sobald ich hier greife, sieht man, die Muskulatur wird hart. Ja?
Sockel. Hier greifen, hier zu den Beinen nach hinten und ganz locker auf die Schulter mal drauf. Ellbogen hoch, um die Auflagefläche zu vergrößern und gucken, dass der Brusttaub gestreckt wird. Nach rechts drehen zum Daumen und zum kleinen Finger ziehen. Kommt, gell? Also nochmal. Eins. Drehen, greifen, ihr habt die halbe Arbeit schon gemacht. Nach hinten, hoch und nach rechts. Wenn man ein bisschen mehr Schmerzen zufügen möchte, hier hat es einen Punkt, der sich anbietet. Okay, Pericardium 6. Im Triple Warmer. Okay, Arme. Einfach hinsetzen, ja? Sit down. Okay. Unseres Energiezentrum Hanmayon. Opus Energiezentrum. Die müssen auseinanderkommen. Und Balance. Nach hinten. Rein hinter den Oberschenkel. Und jetzt nicht nach hinten drücken. Das Bein ist hart hier oben. Yang. Yang-Seite. Und seine Yang-Seite hier. Ich gehe hier nach unten und setze mich nur hin. Hände nach oben und Geschenke austragen. Die gehst nur nach vorne ohne Gegengewicht anschauen. Das hier ist die Yin-Um-Seite. Hinten ist die Yang-Seite. Ja. Und ich greife beide an hier am Oberschenkel und hier nach hinten. Funktioniert auch hier. Rückseite, Oberseite, diagonal. Und einfach sitzen, ja? Handfläche nach oben. Dickdarm 13, Haupt 6. Also einfach von hier die Finger und sich vorstellen, es kommt hier Wasser raus. Water Energy. Und diesen Strahl einfach fließen lassen wie eine Welle. So. Und das ist die gleiche Technik, wenn ich hart bin und er ist auch hart, dann geht es hier um. Die Muskeln. Aufmachen, entspannen, alles relax und hier Energie fließen lassen. Kompletten Verstand hier auf die Finger, wie so eine große Welle, die hier rausgeht. Dass ich den Wasserstrahl vorstelle. Hier, ja. Den Kraftvergleich. Wie stronger. Öffnen von den Fingers und relax. Wasserfallwurf nennt sich das Ganze, ja. Man lässt einfach fließen. Hier locker Energie, ihr habt hier wieder zwei Arme zum Pulsen, ja. Man kann entweder am Körper oder am Arm ganz locker bis zum Ellbogen. Hier relax. Und die Beine und die Hände auch sehr entspannt. Und Vorteil ist es, wenn der Arm ein bisschen nach hinten wandert, ja. Hier fassen, zum Ellbogen. Okay. Energie hier oben. Handayon. Circle. Also, drei Dinge. Probier's selber. Kontakt. Kontakt 2. Und hier. Muss ich nicht mehr hinsetzen. Das will jetzt halt spielen. Glaubst du eher? Das ist die Waschmaschine. Das ist so kumpelmäßige Technik, ja? Echt jetzt? Ich habe keine Fake dabei, ne? Wir machen keine Fakes, ja. Also rein kumpelmäßig, ich brauche hier Oberschenkel, ich brauche hier Oberkörper. Und dann einmal Energiezentrum. Ja.
Den Griff versuchen zu wechseln, aus der Entspannung raus. Die Finger aufnehmen, die aus der Schulter ganz entspannt hier raus. So wie der hat vorhin schon gesagt, in unterschiedliche Richtungen provozieren. Aber hier auch entspannt. Ruhig die Beine mitbewegen und die Hüfte hier. Dann hat man mehr zu arbeiten. Okay. Für die Einleitung von den Hebeln nehmen wir einfach einen leichten Schlag von außen. Hier den Arm hier raus. Der Arm alleine kann den Schlag gar nicht halten. Gehe ich hier hin, habe ich entweder einen zusätzlichen Wirkungsmechanismus, wo ich hier mehr Kraft aufbauen kann. Diese Kraft löse ich in diese Richtung. Ja. Sehr schlecht. Hier kurz rein, bereite ich ihn hier vor. Finger auflassen. Energie nach oben wegfließen lassen und so ein bisschen nach oben pushen. Ja. Hier drehen, jetzt komme ich zum Speckheben. Ja. Den von unten nicht nur drücken, rollen. Ja. Und hier bleibt es genau so, wo ich in diese Position gekommen bin. Er steht jetzt schon optimal. Ja. Das hier wäre jetzt der Hebel in seinem Ausfall. Das funktioniert. Ja, das ist ein ganzes Problem, ja. Warum geht er nicht? Standbein. Genau, das ist das Standbein. Ich zeige mal, was man gefährdet auf dem Schreibtisch. Das ist so. Ich drücke ihn jetzt durch und dieses Bein. Meine Finger ist oben. Ist das Scharniergelenk. Und wenn ich jetzt hier nicht drücke, einfach die Hände so ganz relaxed. Erstmal die Finger auf. Und in diese Richtung reicht es, hier am kleinen Finger zu drehen. Hier ist sein Energiezentrum, einmal gerade. Handayon. Oberes Energiezentrum. Wenn ich beide Energiezentren verschiebe, verliert er schon mal das gleiche. Und die Hälfte von den Füßen. Hälfte von den Füßen, je länger das reichen wird, desto einfacher geht es. Ja? Sobald ich hier festgreife, dann schon hier an. Ja? Wird er hart, Yang, Yin, Wum. Wenn man hier so relaxed ist und hier zieht, kommt er von selber gar nicht in Verlegenheit stehen zu bleiben. Ja. So. Das Kalle ist hier, hier habe ich keine Chance. Mach mal einen Schritt richtig vorne. Genau. Hier habe ich ein Problem. Das heißt, ich müsste hier hinlaufen. So. Er macht einen Schritt zurück. Genau. Wenn das nicht klappt, da passiert das Gleiche. Ja. Das sind die zwei Richtungen, wie man den Hebel beeinflussen kann. Das einfach mal ausprobieren. Er greift von außen an. Abwehr. Locker lassen. Ganz locker hier herlaufen. Wenn ich hier anfange zu drücken und einer ist stärker als ich, schaffe ich es nicht. Das ist schwierig. Das ist ein Schmetterling.
aufwärmen. Das heißt, das Gewicht von seinem Arm einfach mit runter und mit reinwerfen. Ja? Annehmen, bleiben Sie hoch und hier entspannen. Ja? Ihm fällt das ganze Gewicht direkt runter. Wenn er nach oben leicht kommt, Arm Okay.